Willkommen zurück zu Borderlands. Wenn Sie schwören müssen, ist Senior die richtige Wahl. Okay, was haben wir denn alles im Angebot mit Jack? Können wir, glaube ich, weghauen. Gut. Ausgezeichnet. Jetzt müssen wir wieder zu ihm hin, okay. Und dann können wir bestimmt da durch. Nicht wahr? Danke, Mann. Du verstehst, warum ein Mann unglücklich seinen eigenen Bruder töten kann. Aber Kopfgeldjäger sind etwas anderes. Jedenfalls markiert deine Tat den Beginn einer neuen Ära. Schon bald wird man Genestorn als Taylortorn kennen. Die Nachricht verbreiten. Mein Bruder regiert Genestorn nicht mehr. Als nächstes müssen wir meine Handlanger zusammentrümmeln. Meine rechte Hand ist ein Kerl namens Eric Franks. Du findest ihn in New Haven, wo er ein Auge auf dieser Pierce-Hexe hat. Melde dich bei ihm, er leitet die Nachricht weiter. Sobald die Mitteilung raus ist, werden wir den restlichen Abschaum aus Genestorn verjagen. Ich meine, Taylortorn. New Haven, okay. Jetzt haben wir zwei Sachen in New Haven. Old Haven, wo geht's da hin? Da geht's nach Old Haven. Würde ich doch gerne meinen Besuch abstätten. Okay, das war vielleicht nicht so stolz abzubrechen. Darf ich sagen. Vor Tennis warnen, irgendwas stimmt nicht mit der. Seit Jahren ist hier kein Versorgungstransport angekommen. Es gibt keinen einzigen Beleg, dass sie je eine meiner Handelsstationen benutzt hat. Aber irgendwoher muss sie ihr Zeug doch herbekommen. Okay. Na komm. Interessant. Die Rauchsäulen waren tatsächlich Notrufsignale. Crimson Lance haben jeden Banditen in Oldhaven in die Flucht geschlagen. Und jetzt benutzen sie das Signal, um noch mehr Banditen in die Falle zu locken. Das Dumme ist nur, sie machen keinen Unterschied zwischen dir und den Banditen. Scheiße, jetzt sind wir aufgestiegen, ne? Ja. Lösche die Fieri-Rauchsignal in Old Haven und kehre anschließend zu Helena Pierce zurück. Steel hat ihre frühen Drohungen wahrgemacht. Für Crimson Lance bist du jetzt genauso entfernt wie die Banditen, wenn sie wahllos ihre Morde begehen. Musst du ihre kleinen Falle entschärfen, ob von New Haven mit Leidenschaft bezogen wird. Erkämpfe dir den Weg durch Old Haven und lösche ihre Rauchsignale. Du erhältst eine Belohnung, wenn du diese Aufgabe meisterst. Wollte ich eigentlich nicht, aber na gut, jetzt ist es passiert.
Oh, was wollte ich eigentlich? Nicht Magazin, Erfahrungsbonus. Wir ihn mit dem kritischen Teffer töten, ist ja auch ein bisschen... Naja. Na denn. Wie groß ist die Karte? Oha. Wenn du eine Behandlung brauchst, immer reinspaziert. 523, mal gucken, was wir haben. 496. Hier gibt's Medikamente. Nee, wo ist das Schild? Da. In einer Welt ohne Sicherheit ist auch Waffen von Markus Verlass. Meine Waffen sind besser als die der Crimson Lance. Ich upgrade, glaube ich, erstmal das Blaue alles. Und vielleicht sollten wir hier auch eher auf unser Maschinengewehr setzen. Oha. Eine astreine Exekution, würde ich mal sagen. Banditenschatz, drei Leichen. Drei Schlüssel. Suche in Oldhaven nach drei Schlüsseln und einem Tresor. Einer der Banditen liegt in letzten Zügen. Er hält einen Tresorschlüssel in der Hand. Er keucht, finde meine Brüder. Zwei weitere Schlüssel. Lance hat nichts. Dann sagt er nichts mehr. Warte, ne. Banditen angeheuert, um den Verkehr zu blockieren. Dann haben sie sie getötet, statt sie zu bezahlen. Ein Geschäftsgebaren, das sich kaum auszahlen wird.
Das wird, glaube ich, der bisher härteste Kampf gegen mehrere, sagen wir mal. Also Bossgegner ist natürlich noch ein bisschen was anderes, aber die sind hier schon mal eine Nummer schärfer. Wir brauchen den Raketenwerfer. Ich glaube, die Shotgun brauchen wir momentan nicht. Doch nicht. Willst du mich verarschen? Noch so ein Ding? Lecco mio! Alter Falter, ey. Gott, ist das hier anstrengend, ey. Ich glaube auch nicht, dass wir die Quest beide hier schaffen werden. Ich will nur noch eine Folge jetzt gleich aufnehmen. Aber das ist gar nicht mal so schlimm. Denn dann kriegen wir hier noch ein bisschen mehr Erfahrung. Muss ich jetzt eigentlich hin? Eine Waffenkiste? Ja.
Okay. Gut, machen wir erstmal ein Päuschen Spitze, bedanke mich. Bis dann.